Entscheidung, Giselle zu machen, fiel mir eigentlich ziemlich leicht, weil das eines der schönsten und stringentesten, erzähltesten und am dramatischsten zu Ende gebrachten Ballette ist. Zum anderen ist es für eine Ballettkompanie einfach eine ganz wunderschöne Herausforderung. Es gibt traumhaft schöne Rollen. Also die Rolle der Giselle ist einfach wirklich die Wunschrolle einer jeden Tänzerin. Wir haben das Stück in die heutige Zeit transportiert. Es ist eine junge Partygesellschaft, in der ein kleines, armes Mädchen hineingezogen wird und auch gerne dabei sein wird, aber eigentlich als Spielball missbraucht wird. Ich habe mich tatsächlich von alten Ballsälen inspirieren lassen. Und im zweiten Akt ändert sich das Bühnenbild eigentlich nicht, sondern es steht nur noch das Gerippe auf der Bühne, in dem die Willis sich nach Mitternacht treffen, um diese Männer zu Tode zu tanzen. Die Willis losmachen in einer ganz hohen Energie und das aber zusammen schaffen müssen, dann ist das also wirklich eine große Herausforderung. Zum einen, zum anderen haben wir natürlich diese großen Solo-Parts und die Duette, die Pas-de-Deux, wo einfach die Solisten zeigen können und zeigen wollen, auf welchem technischen Niveau sie sind.